Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Heute habe ich vor, in diesem Zyklus bei Majora's Mask mal die Lotterie zu machen. Genau, dafür müssen wir allerdings... Warte mal, kann ich hier eigentlich hochklettern? Nee. Da muss der Sumpf erst weg sein. Oder das Gift aus dem Sumpf. Dafür müssen wir allerdings jetzt erstmal wieder zum Deku-Palast. Beziehungsweise zum Dämmerwald-Tempel. Denn im Dämmerwald-Tempel, da wo die Feenquelle normalerweise drin ist, da befindet sich die Truhenlotterie. Die normale Lotterie. Warum sage ich immer Truhenlotterie? Mann, nervig. Die Lotterie, genau. Und da möchte ich heute gerne quasi dreimal in Folge richtig raten. Und dementsprechend dann... Zack. Den Hauptpreis bekommen. Und ich würde sagen, dass das nicht allzu lange dauert. Damit das nicht allzu lange dauert, werde ich das mal skippen. Und wir werden da mal... Genau, ich werde das irgendwie so machen, dass ich die Zahlen zeige, die ich eingebe und dann jeweils den Preis, den ich erhalte, dass wir da relativ schnell mit rumkommen. Denn ich werde mich auch einfach nur da vorstellen und werde die Zeit jedes Mal vorspulen und werde das halt ein bisschen zusammenschnippeln. Und dann habe ich in der heutigen Folge außerdem noch vor, mal beim Stone Temple hochzuklettern. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch irgendwas kriegen. Und ja, zumindest die Eulenstatue aktivieren und dann gehen wir im schlimmsten Fall halt erst wieder dahin, wenn wir dann das Lied haben. Das ist so der Plan, den ich jetzt verfolge. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin und die ersten Zahlen eingebe. So. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Genau, wir gehen jetzt mal rein in die Höhle, beziehungsweise in die Lotterie. Und ich habe mir das mal rausgesucht. Ich hoffe, das klappt überhaupt. Genau, ich kaufe jetzt ein Ticket und gebe die Zahlen ein. Ich habe das jetzt mal online rausgesucht. Das soll wohl 864 sein. Am ersten Tag. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und heute Abend um zwischen 6 und 11 soll ich wiederkommen. Das passt ja ganz gut, oder? Und jetzt theoretisch spielen wir einfach den Song. Schauen wir mal, ob das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle und ob... Oh, ich kann nicht hier drinnen das machen. Oh Mann. Warum darf ich das nicht hier drinnen machen? Ich hoffe halt, ich komme hier wieder raus. Das wäre super nervig, wenn ich nicht hier wieder rauskomme. Ba, ba, ba. So, wir reisen in die Nacht des ersten Tages. Wir können das sogar überspringen. Und ich hoffe, wir kommen jetzt hier so rausgelaufen. Ja, super. Ja, das ist ja perfekt. Perfekt, dann dauert das ja gar nicht so lange. Ich habe mir das anstrengender vorgestellt. So, okay, ich schreibe mir das mal auf, ne? Weil ich glaube, wir müssen das dann nochmal machen. 767, dann ist das random. Random ist das, Leute. Okay, dann gehe ich jetzt mal die ganzen Tage durch. Ihr müsst euch das jetzt nicht nochmal anschauen. Ich zeige euch dann erst, wenn wir was gewinnen, okay? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, Leute. Ich habe den ersten Preis. 767. Die anderen Zahlen habe ich auch mir alle rausgeschrieben. Ich bin jetzt quasi einmal rumgegangen. Ich kriege jetzt 50 Rubine. So, das war der erste Preis. Und dann, ja, zeige ich euch gleich den zweiten Preis. Beziehungsweise der dritte Preis interessiert uns ja eigentlich nur. Aber, naja, ich zeige euch alle. So, und da geht's wieder weiter. Der zweite Tag. Die Nummer 990 sind das. Und wir kriegen wieder 50 Rubine. Und dann sehen wir uns jetzt gleich an Tag 3 wieder mit dem dritten Preis. Bis gleich, Leute. So, und an Tag 3 Lotterieshop, Leute. 6, 5, 2. Wir haben alle drei Tage gewonnen. Und wir müssten jetzt einen Extrapreis bekommen, richtig? Gibt's da keinen extra Preis? Wenn ich an allen drei Tagen richtig hab? Hab ich was falsch gemacht? Äh.
War das gerade alles für die Katz? Ich bin so traurig, ich bin deprimiert. Leute, habe ich was falsch gemacht oder ist das normalerweise echt so? Ich dachte, man bekommt ein random Item, wenn man alle 3 Tage gewinnt. Oh Gott. Das war jetzt tragisch. Okay, gut, dann haben wir das trotzdem gemacht. Ich bin irgendwie der Meinung gewesen, man kriegt da was. Ich würde sagen, ich resette mal die Tage, also den Tag, den Zyklus. Und wir gehen mal den Stone-Tempel auf den Grund. Also gehen mal den Weg da noch hoch. Und ansonsten würde ich sagen, wenn da nichts mehr ist, dann gehen wir in Ocarina of Time wieder rein. Na, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich in Majora's Mask aktuell noch machen soll. Falls ihr noch Ideen habt, was ich machen kann, gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich werde einmal kurz nach Ocarina of Time gehen und werde mein Geld noch abgeben bei Majora's Mask und dann resette ich mal den Zyklus, bereite alles vor, sammle vielleicht schon mal ein paar Sachen ein, dass ich nicht ganz so leer und ohne Items hoch zum Stone Temple gehe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich einfach beim Stone Temple direkt wieder. Oder ich sag mal, zumindest vorbereitet sehen wir uns wieder. Bis gleich! So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Hab mal Items gesammelt, den Tag resettet, wie gesagt. Und ich hoffe, das reicht aus, damit wir erstmal den Tempel hoch können. Oder den Weg zum Tempel hoch können. Zack. Dann lass uns mal bitte hier hoch. Es ist halt, wäre halt so angenehm, wenn wir einfach den Teleporter endlich mal kriegen würden, ne? Aber ich weiß auch nicht, wo der steckt, dieser Teleporter. Es ist halt wirklich viel geiler, wenn du den gleich am Anfang irgendwie dir snacken kannst. Das ist, glaube ich, viel angenehmer. Warte mal, den Enterhaken brauchen wir auch. Lupp. So, zack. Njau. Diese Viecher sind so merkwürdig. Natürlich. Ich renne noch in eins rein. Tschüss. Gut, meine lieben Leute. Dann würde ich sagen, wir steigen mal auf zu Ikana. Und zwar zum Stone Temple. So. Das war jetzt alles sehr erschwerend, die letzten Folgen, was wir gemacht haben. Die ganzen Quests, die wir angegangen sind. Da ist es doch schön, wenn man jetzt einfach mal wieder was Normales machen kann, ne? Das ist doch irgendwie angenehm. So, und ich würde sagen, jetzt geht's rund. Jetzt geht's los. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ja, wir kommen halt bis zum Tempel. Und vielleicht finden wir die ein oder andere Sache noch, die wir erledigen können. Nochmal Stone Temple. Hier ist diese Höhle. Was war denn in der Höhle nochmal drin? Wartet mal kurz. Das habe ich gerade aus meinen Erinnerungen verbannt. Ach, er hier, okay. Das haben wir ja auch schon gemacht. Kriegt man eigentlich ein Item, wenn man diesen komischen Musiklieder noch ein Ei zeigt? Kriegt man da ein Item, Leute? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Das wäre mir sehr wichtig, weil das müssten wir, wenn, dann auch noch machen, ob wir da ein Item bekommen. So. Scheiße. Und was war das gerade? So, jetzt. Ah ja, genau. Das waren jetzt diese komischen Rätsel mit diesen Steinblöcken. Das ist ja eine crazy Mucke. Okay, Leute, wir gucken uns mal alles an. Ach du Scheiße, die waren hier? Habe ich mich ja gar nicht mehr dran erinnert, dass diese Typen hier stehen. Die brauchen doch sogar 2 Bomben, oder? Nee, doch nicht. Das ist Musik, ey. So. Ich glaube, der ist richtig. Das heißt, wir erschaffen jetzt mal eine Kopie von uns. Das Lied haben wir ja. Rechts, links, rechts, runter, rechts, hoch, links. Oh Gott. Was? Warte mal, ich schreibe mir das mal eben auf. Sonst dauert das hier zu lange. Rechts, links, rechts, runter, rechts, hoch, links. Das Lied habe ich ja gar nicht mehr im Kopf. Okay. Okay, das geht aber super schnell. Das ist angenehm. Der spielt jetzt auch nicht jedes Mal extra diesen Song. Okay. Irgendwo ist auch
die Vogelscheuche aufgetaucht. Ich kann aber nicht gerade genau sagen, wo. Ich glaube über uns. Aber gibt es hier Löcher? Ich bin überhaupt nicht mehr sicher, ob es hier Löcher gibt. So, das müsste der zweite sein. Da erschaffe ich jetzt ihn hier. So, zack. Jetzt müssen wir wieder runterhopsen. Und geht das so einfach hier? Ja, ne? Und dann machen wir nochmal als Deko. Ach ne, muss als Dora sein. Okay, alles klar. Der Deko ist zu leicht dafür. Good to know. Hey. So, dann gehen wir hier hoch. Wie gruselig das einfach aussieht, ne? Ah, ich meine, diese Quest hier muss auch nicht sein. Das ist echt, boah, nervenaufreibend, finde ich. Aua. Nice. Wo ist denn die komische Vogelscheuche? I didn't see her. Hä? Irgendwo raschelt's, aber ich weiß nicht wo. Aha, das ist es nicht. So, ich kann mich noch da hochziehen. Aber gibt's hier noch irgendwo so ein verstecktes Loch oder so? So, das sieht doch erstmal ganz gut aus, oder? Oder meint er, ich soll den anderen nochmal ausprobieren vorher? Nicht, dass der eine den anderen irgendwie feststecken lässt. Nee, okay, das muss der erste sein. Ah, diese Animation. Not so lecker. Da oben sind Zombies. Da muss man ja auch hinkommen, oder? Zu den Zombies da. Naja. Ups. Also der erste war auf jeden Fall er hier, ne? So. Zack. Wir positionieren uns und spielen das Lied. Genau, dafür geht der andere runter. Jetzt ist die Frage, mache ich erst den? Ja. Ich glaube, das klingt gut. Echt jetzt? Aber ich weiß nicht, das mag ich gar nicht, ne? Das ist schon ziemlich nervig hier. So, zack. Also Majora's Mask hat ja echt sehr, sehr viele coole Facetten, ne? Aber das ist halt irgendwie keine davon. Ich weiß nicht. Dann rollen die hier noch Steine nebenbei um. Ich hoffe, wir kriegen auch endlich mal das Auge der Wahrheit, weil dann können wir auch die Quest mit der Runja noch machen. Also beziehungsweise seine Seele befreien, ne? Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Weil wir eben das Auge der Wahrheit nicht haben, können wir nicht ansprechen und... Da kann man eben nichts machen. So, wenigstens geht das relativ schnell. So, dann einmal hier. Ich habe auch gerade leichte Frame-Anbrüche. Junge, Junge. Da, okay. Tatsächlich kann ich mich zu den Zombies rüberziehen. Aber sollte ich das jetzt tun? Ist das nicht fatal? Ne, ich könnte mich auch wieder zurückziehen. Okay, ich mache das mal. In der Hoffnung, dass es da drüben vielleicht irgendwas gibt. Schüge.
Ich töte die mal schnell, ja. Die halten ganz schön was aus. Das ist jetzt nur für Geld, oder was? Ich glaube, das ist so eine Ecke, wo man so als Spieler selber in Originalteilen, also in den Originalteilen jetzt gar nicht so hinguckt, oder? Gucken wir mal kurz, ob hier noch irgendwas ist, aber nö. Hier war nichts weiter. So, das müssen wir jetzt noch einmal machen mit den Steinen, ne? Ach, das ist so eklig. Ich meine, wir haben schon die Lichtpfeile. Wollen wir reingehen? Und mit etwas Glück vielleicht den Tempel so ein bisschen austricksen? Ich weiß halt nicht. Okay, hier wackelt auf jeden Fall noch irgendwo einer. Es scheint zwei zu geben. Okay. Ich muss mich auf jeden Fall dahin ziehen, oder? Super, super anstrengend hier das Gebiet, finde ich. Ja, guck mal, da oben ist einer. Vielleicht haben wir ja Glück und hier gibt es noch irgendwas. Ja, wir sind auch wieder nur... Items. Kein Loch, rein gar nichts. Aber... Orte, wo man besser nicht hin will. Ist hier irgendein Stein? Ein Schalter? Nee. So. Oh, natürlich. Man liebt es, dieses Gebiet. Man liebt es. Da ist schon mal die Eulenstatue. Ich hätte gedacht, hier gibt es vielleicht irgendwie eine Schatzkiste oder so. Oder ein Loch. Aber tatsächlich gar nichts. Okay. Eulenstatue haben wir aktiviert. Ich weiß nicht, wollen wir reingehen? Ich meine, theoretisch haben wir Lichtpfeile. So ist es ja nicht. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus für einen Anfang. Ich meine, in jeden anderen Tempel, in den ich jetzt reingehen würde, würde ich auch reingehen, ohne dass ich alles hätte. Ich könnte theoretisch jetzt sogar direkt den Tempel umdrehen. Theoretisch könnte ich das tun. So. Ich meine, wir haben sogar den Boss-Key, ne? Also, welcher Boss fehlt uns eigentlich noch? Modolva, ne? Heißt doch Modolva, glaube ich, ne? So, okay, komm, wir gehen rein in den Tempel. Ansonsten... Ich weiß halt nicht, ob es jetzt schon gut ist, das jetzt einfach umzudrehen. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Okay. Wir haben ja schon einen ganzen Part gebraucht, um hier hochzukommen. Das ist ja auch mega ätzend einfach, oder? Komm, wir gucken mal rein in den Tempel. Hm? Wie war das denn hier alles? Ich sehe jetzt auf jeden Fall schon drei Schatzkisten. Aua. Alter. Hallo? Link, du bist super lähm. Ach, ich mache gar keinen Schaden. Man braucht Pfeile dafür? Meine Güte. Es gibt hier drei Schatzkisten? Ich sehe die hier in Reihe und Glied. Seht ihr das? Was macht denn das, wenn ich da mit dem Lichtpfeil drauf schieße?
Das ist halt das Coole, wir haben schon Lichtfeil, ne? Macht das überhaupt was? Ja, da scheint eine Schatzkiste. Eine sinnfreie für mich. Leider sinnfrei. Okay, ich kann die Leiter hochgehen. Ja, ich weiß nicht, wir könnten den Tempel halt, wie gesagt, jetzt umdrehen. Wir könnten den aber auch regulär machen, dann fehlt uns aber wahrscheinlich irgendwo ein Schlüssel. So. Alle Gegner töten ist auch immer ganz nett. So, hier haben wir noch ein Auge. Ach so. Feenschatzkisten sehen anders aus, ne? Oder können... Oder sind die normalen Kisten drin? Bin grad... mir nicht sicher. So, wir gucken einfach mal hier in die Kiste rein. Okay, hier ist nur ein Rubin drin. Ja, hier gibt es zwei verschiedene Türen. Wir könnten jetzt... Da oben ist ein Schalter. Der wird wahrscheinlich auch sowas bringen. Wir gehen einfach mal hier rein. Let's go. Wir gucken mal, was passiert. So, hier sind 1000 Schalter. Ah, muss ich hier auch diesen Song spielen? Echt? Oh, ist das stressig. Da ist alles umgekehrt. Also hier können wir auf jeden Fall eine Bombe legen, oder? Das sieht sehr auffällig aus, finde ich. Sieht sehr rissig aus. Jo. Da haben wir auf jeden Fall auch eine Schatzkiste. Und die Kisten brauche ich, glaube ich, auch für den Schalter, ne? Also hier muss ich später auch nochmal reinkommen. Da gibt es eine Schatzkiste mit einem Herzchen. Ich meine, das ist jetzt nicht super wichtig. Aber kann man sich mitnehmen, würde ich sagen. So. Zackeli-bumm. So, und hier hinten brauche ich den hier. Und da muss ich auf jeden Fall einmal das spielen. Also das ist angenehm, dass es so schnell geht. Das auf jeden Fall. So, da geht die Tür auf. Ach Leute, das kann was werden hier. Aber wir machen einfach mal. Wir gucken, wie weit wir kommen und fertig, okay? So, hier gibt es jetzt auch gar nichts zu holen für uns, richtig? Ein bisschen Mana gibt es hier. Jetzt brauche ich auch wieder Pfeile. Hier könnte ich jetzt den ersten Schlüssel nehmen, aber theoretisch haben wir noch keinen, oder? Wahrscheinlich nicht. Deswegen, wir gehen erstmal hier weiter. Hier gibt es sehr viele Schatz... Alter, was ist denn hier los? Hier gibt es ja super viele Schatzkisten. Warum ist hier so dunkel? Können wir die verschieben? Okay, pass auf. Wir machen mal kurz Licht frei. Wir gehen schon wieder in die Überlänge rein, ne? Da ist eine nicht aussagende Schatzkiste. Wo vielleicht normalerweise ein Schlüssel drin wäre. Das kann ich so nicht sagen. Alter, warum ist es hier so dunkel? Okay, da kann man runterfallen irgendwie. Da sind auch noch 50 Türen. Aber ansonsten kann ich hier, glaube ich, jetzt erstmal nichts. Na, ich glaube, das war's. Ich glaube, hier wäre jetzt normalerweise der Schlüssel drin gewesen. Ja, wollen wir den ersten Schlüssel benutzen? Ich würde sagen, machen wir in der nächsten Folge. Das war's erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ah, es nervt mich jetzt schon, dass ich immer zwischen den Pfeilen hinterher wechseln muss. Ich will natürlich nicht so viel Mana verbrauchen. So. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zum Combo Randomizer von Majora's Mask und Ocarina of Time. Hier im Steintempel. Tschüssi, Leute.